Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Daily Challenge im einfachen Modus. Und es geht ins Land der wandelnden Seelen und ich kann euch gleich sagen, es ist eine nette Runde, sie ist dieses Mal nicht ganz so schwierig, aber es kommen wieder diese ekligen kleinen Sprünge drin, die man hier in dem Level eigentlich so hasst. Am Anfang geht es eigentlich noch, ist es alles sehr, sehr leicht, man hat hier ein bisschen Wind, man muss sich nicht arg groß konzentrieren. Hier auch nochmal ein bisschen Wind. Der ist ja eigentlich kein Problem. Ab 300 Meter dann kommen die ersten blöden Sachen hier. Das hier ist es noch nicht. Und zwar... hier auch noch nicht. Dieser kleine Sprung, den kennen wir ja schon. Hier nach unten mit der Stampfattacke. Kennen wir auch schon. Und hier beginnen die kleinen Sprünge. Welche nicht ganz so optimal sind. Hier einfach runterfallen lassen und die Schlagattacke benutzen. Hier auch wieder kleiner Sprung, sonst landet man direkt hier in den Dornen. Gibt es auch keine Möglichkeit, sich irgendwie rauszumretten. Kleiner Sprung, großer Sprung. Und dann haben wir das Ganze hier auch schon geschafft und haben eigentlich schon fast die Hälfte für eine Goldmedaille. Hier springen wir auf die andere Wand, um eben an der Decke nochmal ein bisschen zum Laufen, um das zum Überleben. Hier wieder hoch. Und nochmal ein kleiner Sprung. Mir ist es zweimal passiert, dass ich außerdem einen großen Sprung gemacht habe. Wenn man halt eben so aufgeregt ist. So, hier drüber. Und dann ist das alles kein Problem. Dafür werden wir jetzt hier bei 900 Metern wieder ein bisschen belohnt. Mit dem Ganzen schnell gleich wieder vom Seil abspringen. Nicht großartig nachdenken. Und dann sollte das alles auch kein... Hatten wir gerade eben schon mal diese Stelle. Deswegen schaffen wir es nochmal. Hier wieder springen. Drüber durch. Über das Seil. Hier möglichst immer bis runter gehen. Hier benutze ich nochmal den Propeller, damit ich auch garantiert drüber komme. Und schon haben wir die Goldmedaille. Drüber, wieder durchschlagen. Einfach immer auf dem letzten Moment hier nach dem Bumper. Hier eine Sprungattacke. Und hier habe ich dann außerordentlich zu viel Zeit verschwendet. So dass es leider nur für 1391 Meter reicht. Ich hoffe, es hat euch trotzdem was gebracht. Ist ein bisschen mehr als nur die Goldmarke zum Kratzen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und gebt einen Kommentar, wenn es geklappt hat oder wenn ihr Fragen dazu habt. Und wir sehen uns morgen zur nächsten Daily Challenge. Bis dann!